Björn Kircheisen, du bist schon länger dabei bei den Weltcups und dem internationalen Geschehen. Kannst du dich schon daran erinnern, in Orange schon mal für den DSV gestartet zu sein? Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das hatten wir auch schon gehabt, diese Farbe. Und ja, jetzt bin ich natürlich auch wieder froh, wieder eine schöne Einkleidung bekommen zu dürfen von Adidas und von den anderen guten Premium-Partnern. Deswegen ist es keine Selbstverständlichkeit und es ist immer eine hohe Wertschätzung. Wie sah denn deine Sommervorbereitung aus? Ja, ich war viel unterwegs. Ich war in Neuseeland wieder zum Training. Ich habe den ganzen Sommer Grand Prix bestritten und es war schon sehr umfassend alles, aber jetzt bin ich langsam am Punkt, wo ich sage, jetzt kann es losgehen. Ich bin eigentlich bereit, die Werte passen alles und ja, von dem her muss ich sagen, bin ich eigentlich gut gerüstet. Muss man als 30-jähriger Athlet andere Trainingsschwerpunkte setzen als die Youngsters, um nachher die gewünschten Ergebnisse zu erzielen? Ja, sicherlich. Also der Körper braucht natürlich andere Reize als bei einem jungen Athleten. Ne? Aber ich brauche natürlich auch schon ein bisschen mehr Regeneration, das merke ich auch. Und ich habe mir die Pausen auch genommen, die ich brauchte. Von dem her bin ich gut durchgekommen, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, war es wieder ein schöner Sommer. Du hast gerade gesagt, du warst in Neuseeland zur Vorbereitung. Warst du da alleine oder mit der Mannschaft? Nein, da war ich alleine, weil da war ich schon letztes Jahr und das hat mir ganz gut getan von der Laufgestaltung her und das ist ein bisschen was Eigenes, selber mal ein bisschen was organisieren, was erleben und es hat mir gut getan und deswegen habe ich es auch dieses Jahr wieder gemacht. Wie wirst du deinen ersten Weltcup angehen? Ach, bei uns ist es immer relativ schwierig, in Kusamo, man kann alles erwischen, man kann ganz vorne sein, kann auch ganz hinten sein, weil die Windverhältnisse da oben einfach so schwierig sind. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich einen guten Weltcup-Start habe und sage mal, dass besser läuft als letztes Jahr, dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Noch ganz kurz, Langlaufen und Skispringen. Hattest du einen Schwerpunkt in diesem Sommer auf eine der beiden Disziplinen gelegt? Ja, sicherlich ist das Springen immer ein bisschen im Vordergrund, weil das Laufen, wenn man, sagen wir mal, eher guter Läufer ist, dann tut man sich nicht so schwer, da wieder gut Laufen herzuholen. Und beim Springen hatte ich doch mehr Probleme und da war das Hauptaugenmerk mehr auf dem Springen. Ist beim Material alles beim Alten geblieben oder hat sich da noch was getan? Ja, ein paar Kleinigkeiten, aber das sehen wir dann erst beim Weltcup.